Scheiße. Sehr mega viel. Was kann ich in die Erdbeben? Komplette Munition für die Waffe weggemacht, ey. Ja, wieder die. Okay, da hinten ist schon mal eine Manuskriptseite. Ich will jetzt mal gucken, haben wir da nichts mehr gesehen? Ich weiß nicht mehr, wegen diesem ganzen kleinen Besessenen. Ja, okay, so klein war sie nicht, aber das kam doch schon ziemlich schnell und überraschend. Ich weiß nicht mehr, ob ich dann alles gesehen habe da, aber scheint so. Los. Ich befürchte ja, dass wir nicht mal die Hälfte vom Spiel haben. Ich weiß nicht, das kommt mir zu viel vor, was man hier noch machen könnte, weil... Nein. Nein, das muss doch jetzt echt nicht sein, oder? Guck, die lassen sich immer wieder was Neues einfallen, das gibt's doch nicht. Der Motor des Bulldozers sprang tosend an. Matsch und Steine flogen, als er sich in Bewegung setzte. Er traf die Mauer und landete schwer im Freien. Wäre er ein Tier gewesen, hätte er den Kopf geschüttelt, die Augen auf mich gerichtet und angegriffen. Natürlich besaß er weder Kopf noch Augen. Schatten huschten über seine Gestalt, verformten ihn zum Monstrum. Dann griff er mich an. Oh nein. Das heißt, wir werden bald eine Bekanntschaft mit einem Bulldozer machen. Da scheint es einem scheinbar nicht herzugehen. Aber die Karte sagt uns da oben eh was anderes. Naja, es ist nicht wirklich eine Karte, aber eine Richtung. Ich habe, glaube ich, eben Bug entdeckt, das hat da so durchgescheint. Von dem Turm. Naja, egal. Dann lass uns mal weiterziehen. Hier haben wir nämlich auch schon geguckt. Oder auch nicht. Okay, die Tore sind ja beide gleich aus, würde ich sagen. Licht. Und eine Manuskriptseite. Sarah Straut, Nightingale. Sarah Breaker, ne? Sheriff. Unser durchgeknallter FBI-Agent Nightingale hier. Was da wohl kommt. Sarah vertraute ihrem Bauch und der sagte ihr, dass Agent Nightingale ein Arschloch war. Etwas an ihm stimmte nicht. Und zwar nicht nur die Alkoholfahne. Etwas daran, wie er mit der Marke wedelte, auf seinen Rang pochte, an dem Blick, wenn er antworten wollte. Wo war Alan Wake? Wie war das mit dem Unfall? Wo steckte seine Frau? Und vor allem, wieso hatte sie Wake gehen lassen? Ihre Fragen ignorierte er. Bundesangelegenheit, sagte er nur. Scheint so, als sei der schon lange seinen Job los und tut jetzt, was er will. Insgesamt von der Umgebung, ich meine, wir sind hier irgendwo ungefähr in Nordamerika, oder? Also allein wegen dem Namen Bright Falls, also das gibt es eher in Amerika nur. Da würde ich sogar Kanada schon fast sagen, wegen Nadelwäldern ein, hohe Berge. Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan, ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieht mich durch deine Augen an.
Alice, ich bin hier. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Vorsichtig sein. Kooperieren. Die Verbindung war extrem schlecht, aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen, aber sie hatte angerufen. Extremst unecht. Wake wird von besessen. Also, ganz im Ernst. Das war jetzt irgendwie überflüssig. Das ist nichts Neues. Das Rohr löste sich aus dem stählernen Brückengerüst. Von dunkel umhüllt schwebte es in der Luft und zuckte spastisch. Einen Moment lang verstand ich nicht, was ich da sah. Das schwere Objekt taumelte auf mich zu, von unmöglichen Kräften bewegt. Ich warf mich aus seiner Bahn, doch nur um Haaresbreite. Als ich meine Taschenlampe anstellte, bäumte es sich in finsterer Raserei auf und flog wieder auf mich zu. Ach so. Das ist anscheinend irgendein Objekt, was vom Dunkeln kontrolliert wird. Und... aha. Scheint dann so zu sein, als versuche das Dunkle uns mit jedem verdammten Mittel, was es hat, aufzuhalten. Das ist jetzt halt nicht so gut, wenn das dann zu solchen Mitteln glaubt. Ich meine, besessene Bulldozer sind nicht so normal. Ich sehe schon, die haben sich viel einfallen lassen. So. Wieder nachladen. Und dann geht's weiter. Verlesen. Weiter vorn sah ich eine Eisenbahnbrücke und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Wird von Besessenem und nicht von Besessenen angegriffen. Also von etwas Besessenem. Fellow. Vielleicht ist das diese eine Woche, die ihm gefehlt hat, diese komischen, seltsamen Manuskriptseiten, die da hinkommen. Vielleicht. Aber ihm fehlt ja noch. Okay. Schon aber. Noch. Das war nicht normal. Ich meine, jetzt vieles nicht normal, aber das ist schon. Die Dunkelheit, die mich verfolgte, wurde stark. Und sie vereinnahmte alles auf ihrem Weg. Ich sollte nicht zurückschauen. Und jetzt einfach gerade... was denn? Ach, das sind die Objekte. Boah, scheiße! Hilfe, ey. Das geht aber ganz schön ab. Okay, jetzt wissen wir, was mit dem Teil gemeint ist, was wir eben aufgesammelt haben. Wake wird von etwas besessen. Die hätten das etwas dazwischen reinbauen sollen. Das wäre dann viel verständlicher gewesen, finde ich. Aber das sind ja auch lediglich nur Manuskripte. Scheiße!
Ey, das gibt es doch nicht. Heilige Scheiße, das ist richtig schwer, ey. Boah, wie übel. So, ich meine, das ist ja wirklich nicht normal, aber scheiße. Wir müssen zweimal von so einem Teil oder dreimal getroffen werden und ich bin hin. Ich meine, wäre aber auch in echt so. Die Teile sind ja übelst schwer. Die Dunkelheit, die mich verfolgt, wurde stark. Meine kriegen auch starke Verletzungen. Das blutet dann alles. Das dafür, dass es in gewisser Weise natürlich unrealistisch ist, weil es keine Sachen gibt. Au. Was war das? Was ist das? Was ist das? Das gibt's doch nicht, ey, das ist doch eine Verarsche, oder? Ich hab eine Idee. Wir haben ja noch massenweise. Ja, okay, das sollte er jetzt nicht tun, aber er hat zumindest zu den einen Sachen gewechselt. Ich gehe immer an die Seite. Scheiße, das ist echt sowas von verdammt schwer. Das ist unglaublich. Okay. Jetzt. Das war jetzt mal nicht komplett besetzt. Die Dunkelheit, die mich verfolgte, wurde stark. Und sie vereinnahmte alles auf ihrem Weg. Taschenlampe lade ich auf. Boah. Steam. Hä? Okay, das ist auch egal. Oh nein. Nein. Oh. Boah. Scheiße, ey. Licht. Licht ist hier echt absolute Sicherheit. Man ist von nichts sicher. Außer Licht. Wake und das Dunkel in der Lodge. Lodge? Ich dachte, wir wären hin. Ich warf die Tür direkt vor seiner Visage zu. Er flehte mich an, sie zu öffnen. Und das Arschloch dachte wirklich, ich würde gehorchen. Ich empfand kein Mitgefühl mehr. Schuld auch nicht. Nicht seinetwegen. Einen Moment genoss ich das Geschrei. Ich muss dabei gelächelt haben. Zu mir war keine Zeit. Das Dunkel war hier bei mir in der Hütte. Oh. The Lodge. Das heißt, das geht noch ordentlich weiter. Fürs Erste heißt es nicht ausruhen, Alan. Sorry. Aber ich glaube, ihm ist das schon etwas sehr bewusst. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher, schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein.
und sie rückte näher. Das stimmt. Ja, in gewisser Weise ist es für euch ein Spaß. Aber in gewisser Weise ist es auch anstrengend, das zu spielen. Weil man muss auf alles gefasst sein. Und jetzt wechseln wir eben mal zu einer Hochleistungstasche.